Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue mit Sascha. Heute machen wir nochmal was auf dem Beefmaker Pro. Und zwar werde ich Tomaten, Champignons nehmen, diese füllen und dann nachher noch ein bisschen mit Käse gratinieren. Dadurch, dass die Champignons nicht direkt von Anfang an auf den Grill können, werden die vorher noch kurz im Dutch Oven vorgeheizt, beziehungsweise vorgegart. Und ihr seid dabei. Einmal den Dutch Oven. Es hat im Übrigen eben geregnet wie aus Eimern, deswegen ist mein Grill noch nass. Ich hoffe, dass es trocken bleibt. Dann nehmen wir uns die Pilze. Da spritzt es einmal zu sehr. Einmal kurz das Öl. Nur benetzen. Eine riesen Idee, da mit der Zange an die Finger zu kommen, habe ich gerade festgestellt. So. Gerade kriegen. So, jetzt haben wir sogar einigermaßen gerade. Das Öl verteilt sich sehr schön. Auf das Ganze kommt jetzt erstmal Salz. Pfeffer. So. Und ein bisschen Knoblauch. Drehen wir die ganzen mal. Oh, von einer Seite habe ich schon sehr schön Farbe angenommen. Na, ah, ist es denn? Puh, heiß! Jetzt das Gute, ich habe die eben kurz abgewaschen und das Wasser aus den Lamellen. So, und dann sage ich jetzt mal, die sind schon fertig. Jetzt legen wir noch mal ein bisschen nach. Jetzt haben wir den Geschmack von den Pilzen sehr schön mit in der sehr schön mit dem Öl. Gleichzeitig die ersten Gewürze dran. So, dummerweise habe ich vergessen, den Spinat aufzutauen. Das blieb jetzt blöd. Sagen die meisten, boah, wie kann der Mann Blattspinat eingefroren nehmen? Also ich sag mal so, Blattspinat eingefroren ist meistens frischer als Blattspinat, der schon ein paar Tage bei in irgendeinem Geschäft im Schrank gelegen hat. So, diesen lassen wir also jetzt tatsächlich im Topf weiter auftauen und kurz anschwitzen. Das ist ja schön an Spinat, der braucht ja gar nicht so lange. Mache ich aber noch mal kurz den Deckel drauf. So. Es ist jetzt ein bisschen blöd, dass ich hier die Arbeitsfläche habe, wo ihr mich seht, und auf der anderen Seite ist halt der Grill. Aber das müsst ihr jetzt durch.
Wie gesagt, das ist mal wieder ein Experiment, neue Kameraeinstellung. Und ich sag mal so, wie man Gemüse schnippelt, habt ihr jetzt doch schon häufiger gesehen. Das sollte jetzt also nicht das Riesending sein. So. Ich glaube, so viel geht das besser. Wir machen es sogar so. Zu dem Spinat packe ich jetzt Frischkäse als Gewürz. Zusätzlich auch noch ein oder zwei Teelöffel Rinderkraftbrühe. Dazu machen wir den Deckel nochmal auf. Und das nächste Mal erinnert mich doch bitte dran. Ihr könnt mich auch gerne zwischendurch anrufen, dass ich den Griff vom Deckel abmache. Hier muss er noch. Kann man den? Ja. Also ich bin kein Spinat-Fan, habe ich glaube ich schon mal erwähnt. Aber dieses Gericht mache ich meiner Frau zum Gefallen und meiner Tochter, die natürlich heute nicht da ist, wie sich das so gehört, mache ich einmal was Vegetarisches, verpisst die sich. Manchmal verstehe ich die Vegetarier nicht. Wenn ihr euch im Übrigen fragt, warum ich wieder mal kein, ich nenne es jetzt mal Trikot anhab von mir, vom Grillkanal, das habe ich mir eben total versaut, das ist in der Wäsche. Und für den Hoodie ist es definitiv zu warm. So. Dann kommt noch ein bisschen Brühe dazu. Das Ganze lassen wir jetzt noch eine Minute köcheln. Und dann können wir die Pilze schon belegen. So, dann sagen wir doch mal, jetzt ist fertig. Ich mache mal hier die Tür zu und brechen die mal ab. Dazu war es dann doch zu viel Arbeit hier. Dann einmal weg mit dem Deckel. Dafür hole ich aber einen Löffel, oder? Ja, dafür hole ich mir eben einen Löffel. Kann ich die Zange auch direkt abspülen. Schön. Ein Löffel Spinat oben drauf. So, so sieht das Ganze jetzt aus. Die Pilze kommen jetzt so, wie sie sind, auf den Grill. Und können da ein bisschen gratinieren. So, die Sauerei wische ich direkt weg. So, damit werden die Pilze schon fertig und verzehrbereit. Die sind mir jetzt hier zum Probieren zu heiß. Ich bringe die jetzt nach drin und ihr müsst mir einfach vertrauen, die sind hundertprozentig lecker, weil lecker riechen tun sie auf jeden Fall.